Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück in Skyrim. Wir sind gerade hier vor der Ruine bei Tume, um ein neues Wort der Macht zu finden. Und dann gehen wir auch gleich mal rein. Oi. Hey, Fremdling. An diesem Ort regt sich das Böse. Ich fürchte, dass das Land nicht mehr sicher sein wird, wenn es sich befreit. Von welchem Bösen sprecht ihr? Wir stehen am Grab von Novak, der seit vielen Generationen tot ist. Doch ich fürchte, dass seine Rückkehr unmittelbar bevorstehen könnte. Es muss doch eine Möglichkeit geben, das zu verhindern. Ich habe ihn hier festgehalten. Doch während er stärker wird, schwinde ich dahin. Jetzt kann ich seine Kraft kaum noch bezwingen. Und wenn er erwacht, werde ich ihn erst recht nicht mehr besiegen können. Doch mit der Hilfe eines liebenden Helden könnte es mir vielleicht gelingen. Dann werde ich euch helfen. Was gibt es zu tun? Das würdet ihr tun? Drei Gefäße in dem Grab unten enthalten die Macht, Hefnorak zu besiegen. Diese brauchen wir vor allem anderen. Bringt sie mir. Doch seid vorsichtig, Sterblicher. Sie werden von den Schergen Hefnoraks bewacht. Diese werden vor nichts Halt machen, um ihren Herrn zurückkehren zu sehen. Begonnen. Das Böse lauert. Mit Hilfe dieser drei Gefäße kann Hefnorak wieder auferstehen. Ihr müsst sie vor ihm finden. Was sollte ich eigentlich tun? Sucht die Gefäße in Valtume und dann kehrt zu mir zurück. Mit ihnen können wir ihn besiegen. Warum fürchtet ihr Hefnorak? Er wusste, andere für sich einzunehmen und hat sich eine Armee von Gefolgsleuten aufgebaut. Gute Männer fielen unter seinen Bann und waren für immer verdorben. Sie wurden böse. Danach genügte die Furcht, um sie in Schach zu halten. Er konnte sie foltern und erniedrigen, ohne dass sie aufbegehrten. Selbst im Tod dienen sie ihm noch. Warum seid ihr hier? Hefnorak plante wie besessen seine Auferstehung, bevor er starb. Meine Pflicht im Leben wie im Tod ist es, dafür zu sorgen, dass er für immer in diesem Grab bleibt. Dann versuchen wir dir mal zu helfen. Warum auch nicht? Also, drei Gefäße müssen wir suchen. Das klingt gar nicht so schwer. Wahrscheinlich wird er dann hier raus entsteigen. Vermute ich mal. Okay, da geht's nicht hin. Aber vielleicht hat er irgendwas. Nur Gold. Mein etwas. Ich weiß jetzt schon, dass mir das irgendwann mit den Seelensammeln auf die Nerven gehen wird. Elfenpanzer an, schon nicht schlecht. Darunter oder darunter? Geht's da auch irgendwo lang? Nicht wirklich. So, rechts. Wir nehmen zuerst links.
Habe ich ihn nicht erwischt oder kann ich den nicht erwischen? Mal sehen, was da unten ist. Eine Tür. Eine Tür, die wir bestimmt knacken können. Wenn ich vorher die Geduld verliere. Geht doch. Spinn, spinn. Was auch sonst. Ah, also wenn ich hier rauf gegangen wäre, dann wäre ich runtergefallen, um dann hier bei den Spinnen zu landen. Ich bin immer noch sehr erleichtert, dass diese Spinneneier einfach nicht aufplatzen und neue Spinne rauskommen. Bin ich wirklich sehr erleichtert. Es gibt nur eine einzige Höhle, wo es das gibt, und hier ist Gott sei Dank auch Salztime. Das sind wir noch nicht. Aber ich sag jetzt schon mal, wenn ich irgendwann auf Salztime bin und irgendwann in diese Höhle reinkomme, wo diese Spinnen sind, wo die Eier aufplatzen, ich gehe raus. Ich mache diese Höhle nicht. Ich weiß, dass es nicht gut funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Buch lesen möchte. Etwas unbekannt. Ah, doch ein normales Buch. Ich hatte gehofft, dass da irgendetwas passieren würde. Nein, schade, schade. Wickerschein. Kennt man Wickerschein nicht sogar aus Morrowind? Gab es da nicht mal eine Mission von der Magiergilde, wo man dieses Buch besorgen soll? Die Skewer hatten keine Chance. Okay, also ich kann ihn wirklich nicht abschießen. Aber interessant, anscheinend ist das wohl wieder ein... Na, was wollte ich sagen? Blackout. Irgendwas wollte ich sagen, ich hab's vergessen. Ich glaube, es war sowas wie schon wieder eine Ruine mit einer Drachenpriestermaske. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber wie komme ich weiter? Ach, da ist der Schalter. Okay, hier scheint es regulär weiterzugehen. Dann gehe ich da auch nochmal den anderen Weg entlang.
Groß, Blabla! Ha, ich hab's erst geschrien. Ein Todesfassbehinderung. Seele gefangen, aber der Drog-Todesfürst hat die Seelenfalle. Na, wie heißt es? Ich habe heute anscheinend Sportfindungsstörungen. Grübes Gefäß, das sollte ich aufsammeln. Ich weiß auch einmal, welche drin. Ich habe nicht auf diese trüben Gefäße geachtet. Und war dann Fuchsteufelswirt, als dann das letzte fehlte und ich nicht mehr wusste, wo es war. Und es war in diesem Raum. Aber auf dem Boden. Ich habe es nicht gesehen. So. Ich werde ich mal hier hin. Oh. Du bist ein stärkerer, aber nicht stark genug gegen mich. Dort. Doch nicht. Doch nicht. Oh, ich hasse das, wenn das passiert. Dann kommt immer so diese schöne Animation und denkt man sich so, ja, der fällt um und dann fällt er doch nicht um. Soll ich rein, aber dann gehe ich vorher noch mal dort lang. Da sieht mir nach einer Geheimtür aus, aber es kann auch sein, dass diese Geheimtür sich auch erst öffnen wird, wenn wir wieder zurückgehen. Katakomben. Das sieht mir sehr nach Spinnen aus. Ich finde sowieso, dass dieses Wort Katakomben extrem gruselig ist. Ich stelle mir da immer ein endloses Labyrinth vor, aus dem man nie wieder rauskommt. Wenn diese Katakomben jetzt auch nur Spinnen sind, bin ich sowieso aufgeschmissen. Ja, ja, Inigo, freu dich an den Spinnen. Also eine Falle. Wenn ich das nicht ausgelöst hätte, wäre die dann da für immer droben geblieben? Oh, ich hasse diese Spinnenleichen, die da hier rumliegen. Ich sehe dich. Du mich nicht. So, da kommt gleich noch einer des Weges, ne?
irgendwas? Ja, fein. Ach, das bisschen Feuer sollte mich nicht stören. Ich weiß nie, ob es hier regulär weitergeht oder nicht. Also gehe ich nochmal zurück. Schau nochmal an, ob hier irgendwas war. Nein. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Schön, dass du dich nicht bewegst und ich dich einfach abschießen kann. Flieg, mein lieber Toter, flieg! Bei ersten Toter. Und ich habe einen übersehen. Ich habe einen übersehen. Oh, voll den Kopf getroffen. Dich brauche ich. Ihr sollt mich mal heilen. Inigo? Ein Gefäß brauchen wir nur noch. Ich sehe dich da drüben. Kann ich da durchschießen? Anscheinend. Au. Oh. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Ah. Ah. Schlimme Kombination, wenn hier Spinnen sind und gleichzeitig mein Handy vibriert und ich darauf nicht vorbereitet bin und mich deswegen erschrecke. Ah. Ja, wenn ich die jetzt nehme, dann kommen da sofort Pfeile raus, ne? Ah, doch nicht. Folia. Mir ist kalt. So, schauen wir mal, was hatten die Eisenklauer? Bin muss da. Drache, Rabe, Wolf. Damit. Let me give you some room. Das sieht fantastisch aus. Warst du das oder war das da drüben was? Da drüben war was.
Frostball! Oi. Ja, okay, das ist keine gute Idee. Verstehe. Ich hasse diesen Schrei! Ich hasse diesen Drachenschrei! Jedes Mal! Ah! Ich hasse es, wenn die Waffe weggeschrien wird. Das ist so verdammt unfair! Gott sei Dank. Da ist er. Und ich sollte mich einmal heilen, einfach nur mal so zur Sicherheit. Ich kann dich nicht wegschreien, bevor du mich... Ja, sehr gut. Genau so sollte es laufen. Lieg da mal und lass dich schön abschießen, ja? Ich höre einen Drachenschrei hinter mir. Jetzt kriegst du mal. Welchen kriegen wir? Welchen kriegen wir? Leben Aura Schwester, ne? Kommt mir bekannt vor. Aura Flüstern. Doch nicht. Zum ersten Mal. Deine Stimme ist kein Schrei, sondern ein Wispern, das die Lebenskraft aller Freunde und Feinde enthüllt. Also dann... wie ein Entdeckungsschrei. Dann kann ich gucken, ob irgendetwas in der Nähe ist. Interessant. Mangelhafter Valarstein. Das sieht fast so aus wie eine der Teleportruhen von Nerem. So, jetzt müssen wir das Ritual durchführen mit dem einen Dude. Gehen wir dann mal wieder zurück. Oh, Entschuldigung, Inigo. Geht's dir gut? Oh. Oh nein. Ich dachte, ich wäre jetzt rüber gesprungen. Ah, hi. Ihr habt die Gefäße gefunden. Ich war schon besorgt, dass ich euch in den Tod geschickt haben könnte. Ja, einmal bin ich gestorben. Was soll ich damit tun? Als er noch lebte, ließ Hefnorak all sein Blut aus seinem Körper fließen. Er wollte seine Macht nach seinem Tod auf sich zurückübertragen, um so ein mächtiger Li zu werden. Dieses Blut befindet sich in den Gefäßen. Wenn ihr sie ausleert, nehmt ihr ihm jede Chance, seine früheren Kräfte zurückzuerlangen. Das hört sich ziemlich gefährlich an. Gefährlicher als ihr an.
Wenn man ihn sich selbst überlässt, wird er aufwachen, wenn er zu mächtig geworden und damit nicht mehr zu stoppen ist. Das ist die einzige Möglichkeit, um sicher zu gehen. Ich überlege gerade, kann man das Blut dann nicht selber trinken, um seine Macht zu bekommen? Na, egal, ich bin bereit. Sehr gut. Leert die Gefäße in den Wandleuchter beim Thron und dann setzt euch auf den Thron. Danach werde ich Hefnorak losbinden. Der Lich wird geschwächt sein, wenn er aufwacht, aber er ist dennoch ein ernstzunehmender Gegner. Seid bereit. Warte, wo soll ich das? Ah, wahrscheinlich hier, ne? Oder in alle drei? Nee. Und auf den Thron setzen. I don't know if this is the best time to be sitting around. Ja, glaube ich auch nicht, aber wir sollten es ja tun. Hat er uns nicht entdeckt? Oh. Getroffen. Warum treffe ich ihn jetzt nicht mehr? Jetzt. Ha? Warum treffe ich ihn nicht? Eigentlich müsste ich ihn noch getroffen haben. So. Ist das nervig? Ey, ja, kannst du mal wieder zurückkommen? Langsam. Ist das nicht mehr lustig? Oh. Sehr gut. Immun gegen Krankheiten und Gifte. Echt, aber schwere Rüstung. Verursacht auf dem Boden gesprüht eine Blitzwand, die 50 Punkte Blitzschaden pro Sekunde verursacht. Ich danke euch. Nun kann ich endlich ruhen. Nehmt Hefnoraks Eisenmaske. Euch mag sie von Nutzen sein und als eine kleine Anerkennung für eure Heldentat hier dienen. Du verschwendest jetzt? Ja. Aber komisch, dass ich ihn die ganze Zeit nicht getroffen habe. Da habe ich den Bogen nicht ganz durchgezogen, sodass der Pfeil dann immer davor gelandet ist. Ja. Egal. Aber wir haben eine neue Drachenmaske. Das heißt, ich kann zurück in mein Haus gehen und eine neue Drachenmaske einsetzen. Oi. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen.
Eine Notiz von jemandem namens Kaltzelmo in Markart. Das war's dann wohl. Ich muss los. Hä? Brief von Kaltzelmo? Na, mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr ein Objekt namens Zwergenfall aus Fallmacher von Einsamkeit geborgen habt. Ich bin mir nicht sicher, wie solch ein Objekt dort enden konnte, aber ich benötige eins für meine Forschung. Wenn ihr es noch besitzt, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr es zu mir nach Markart brächtet. Falls ihr es nicht mehr habt, könntet ihr auch ein anderes besorgen. Ich werde euch großzügig entlohnen. Herzlichkeit, Simon. Ich dachte, das geht nur, wenn man vorher mal mit dem gesprochen hat. Jetzt bin ich ein Zwergenforscher. Und jedes Mal, wenn man irgendein Zwergenobjekt kauft, dann kriegt er das irgendwie spitz und will dann dieses Zwergenobjekt haben. In der Regel sind es bei mir eigentlich immer die Zwergenpfeile, die er haben möchte. So. Keiner kriegt so Kronkronik. Ich dachte eigentlich immer, dass es mit Kaltzimmer nur funktioniert, weil man vorher immer mit dem gesprochen hat. Das sieht doch toll aus. Schon mal zwei Masken. Wie viele Seelensteine habe ich jetzt eigentlich schon? Einige. Ich bin mal gespannt, wofür man den gebrauchen kann. Wer hat 1000? Krass. Der. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schon einige Seelensteine gefangen. Gesammelt. Wie auch immer. Okay, na dann würde ich mal sagen, beende ich hiermit die Folge. Dann werden wir in der nächsten Folge mal wieder mit Angeier sprechen. Und bis dahin wünsche ich euch ein was Schönes. Wir sehen uns. Tschüss. Begabt.